Hey und willkommen zu diesem Video. Ich habe euch vor ein paar Tagen bereits ein Video erstellt, in dem ich euch davon abgeraten habe, das neue iPad zu kaufen. Viele Creator teilen genau die gleiche Meinung wie ich und raten einfach davon ab. Die Rede ist aber jetzt vom Einsteiger-iPad, was das günstigste bisher war und jetzt aber fast 600 Euro kostet und einfach keinen Sinn ergibt. Aber Apple hat natürlich auch weitere Geräte herausgebracht. Auf der einen Seite jetzt das günstigere Apple TV mit 4K. Nur wer jetzt keinen Apple TV bisher hat, der sollte tatsächlich zugreifen. Das ist auch ein echt guter Deal. Doch auf der anderen Seite gibt es noch ein neues iPad Pro mit M2 Prozessoren. Die sind doch sicher richtig gut, oder? Oder? Als allererstes möchte ich euch auf den Preis hinweisen. Apple hat ordentlich an der Preisschraube angezogen, denn wenn man aktuell ein iPad Pro bestellen möchte, dann muss man ganze 1049 Euro bezahlen. Bisher musste man, nur 879 Euro bezahlen. Das war aber auch schon nicht gerade wenig. Von daher ist es aus meiner Sicht ein Riesensprung. Und hier merkt man einfach, warum Apple einfach die weltweit reichste und teuerste Firma ist. Denn wer es schafft, seine Geräte vollkommen überteuert an den Mann zu bringen, lassen wir das einfach. Denn auch schließlich ich habe ein iPad Pro. Aber für die knapp 1000 Euro gibt es jetzt das 11 Zoll Gerät, bei dem man noch nicht einmal die Mini-LED-Technologie im Display verbaut ist. Denn das ist in der Tat noch immer exklusiv für das iPad Pro mit 12,9 Zoll Display vorbehalten. Doch das Modell kostet sage und schreibe 1449 Euro und das wohlgemerkt mit nur 128 GB Speicher. Aber was genau bekommt man denn jetzt für sein Geld? Erstens gibt es die iPad Pros jetzt mit Wi-Fi 6. Das ist schön, aber viele von euch werden das wahrscheinlich noch gar nicht nutzen. Aber ansonsten hat jetzt Apple bei der Funktion mit dem Apple Pencil nachgebessert. Denn nun kann man noch präziser arbeiten, weil das Display den Stift erkennt und die Position anzeigen kann, selbst dann, wenn der Stift das Display noch gar nicht berührt. Versteht mich nicht falsch, das ist eine schöne und vor allem nützliche Technologie, aber das gibt es beim Samsung Note, also beim Smartphone, schon fast 10 Jahre und jetzt kommt Apple und schreibt sich dick und fett auf die Homepage, wie innovativ sie damit nun sind. Bevor ich jetzt alles kritisch betrachte, denn Apple spendiert dem neuen iPad Pro tatsächlich auch einen neuen M2 Prozessor, muss ich auch ein paar Dinge klarstellen, denn immerhin ist das ein geiles Gerät. Rein von der Leistung her. Und das ist jetzt nicht nur irgendein Chip, der jetzt ein bisschen mehr Leistung oder mehr Power hat als im letzten Jahr, sondern einfach ein komplettes High-End-Prozessorsystem mit 10 GPU-Kernen, den man eigentlich sonst nur im absolut überteuerten MacBook Air bekommt. Aber dafür gibt es jetzt wirklich 15% mehr Rechenpower, 35% mehr Grafikpower und 40% schnellere Neural Engine. Und das ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Aber was genau bekommt man denn jetzt dafür im Alltag? Ich meine, ein iPad Pro, wozu brauche ich die Power? Wenn ihr euch jetzt ein iPad Pro mit 12,9 Zoll holt, dann bekommt ihr von der Leistung her ein iPad, das ihr jetzt nicht an die Grenzen bringt. Ich persönlich kenne wirklich niemanden, der mir sagen konnte, wofür man so viel Rechenleistung benötigt. Und auch beim weltweit größten Automobilhersteller, also der Firma ZF in Friedrichshafen, gibt es keinen Konstrukteur, der mir persönlich sagen konnte, der im iPad durch irgendwelche Apps so viel Power benötigt. Apple hat jetzt aber vorgestellt, dass es demnächst DaVinci Resolve geben wird für das iPad. Also eine Software, mit der man Videos sehr gut schneiden kann. Hier kann ich mir natürlich vorstellen, dass man das iPad Pro an die Grenzen bringen kann. Aber auch nur dann, wenn ihr das mit ProRes-Dateien verarbeitet. Und die wiederum brauchen extrem viel Speicher. Also wenn ihr mit dem iPad Videos schneiden möchtet, dann braucht ihr definitiv eins mit großem Speicher. Und das ist selbstverständlich eine sehr teure Angelegenheit, weil ihr natürlich auch eine Hülle dazu benötigt. Dann ist man aber ein halbes Vermögen los. Und wenn ich jetzt wirklich mal diesen Preis betrachte,
Dann kann man sich aber schon ein ordentliches MacBook Pro mit 14 Zoll dazu holen. Das ist im Allgemeinen ein vollwertiger Computer und damit natürlich viel, viel besser und nützvoller als das iPad Pro. Naja gut, ihr habt dann kein Touch-Display, aber alles andere ist wohl besser zu leisten mit dem MacBook. Ich bin jetzt aber echt kein Fan davon, immer zu sagen, okay, für 99% aller Leute lohnt sich das iPad Pro nicht, weil es einfach zu teuer ist. Das will ich so gar nicht sagen. Da wäre aber noch ein weiteres iPad Pro und das ich euch aber wirklich empfehlen kann. Aber welches das genau ist und vor allem warum, erkläre ich euch gleich nach einem kurzen Blick auf den Sponsor des heutigen Videos und das ist mal wieder NordVPN. Mit einem VPN könnt ihr jetzt nicht nur eure IP-Adresse ganz einfach verschleiern und damit nicht nur anonym und sicher im Internet surfen, sondern jeder Webseite einen Standort vorgaukeln, an dem ihr euch gar nicht befindet. Damit könnt ihr zum Beispiel jedes Bundesligaspiel kostenlos schauen, indem ihr zum Beispiel angebt, dass ihr euch in Brasilien befindet. Gerade bei Streaming-Diensten ist das natürlich ein super praktisches Tool, denn so könnt ihr eure Lieblingsserie schauen, obwohl sie vielleicht in Deutschland noch gar nicht verfügbar ist. NordVPN ist ganz offiziell der schnellste VPN-Anbieter und hier kann man mit bis zu 6 Geräten gleichzeitig online sein. Also etwas, was man immer noch mit der Familie teilen kann. Übrigens nutzt NordVPN mittlerweile festplattenlose Server und kann daher natürlich auch keine Daten weitergeben. Man kann es so ziemlich auf jeder Plattform nutzen, egal ob Android, iPhone, Fire TV Stick und natürlich auf eurem geliebten iPad auch. Und wenn ihr diesen Link hier, also meinen Link hier benutzt, dann könnt ihr tatsächlich auch 4 Monate kostenlos bekommen. Es gibt übrigens noch einen richtigen Bedrohungsschutz, der euch vor Trackern, vor Viren und vor Werbung auch noch schützt. Dazu habt ihr auch noch einen Support, der euch rund um die Uhr hilft und wenn ihr immer noch nicht zufrieden sein solltet, dann ist es auch kein Problem, denn NordVPN ist so von sich überzeugt, also wenn ihr nicht zufrieden seid, dann gibt es einfach eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Checkt dazu natürlich die Links in der Videobeschreibung. Ich bin schon seit Jahren und gerne auch ein iPad-Nutzer. Mein eigentliches Lieblingsgerät war das 11 Zoll iPad Pro. Das habe ich meiner Frau gegeben und mir selbst dann auch das größere 12,9 Zoll iPad Pro geholt. Einfach aus dem Grund, weil ich einfach viel mit dem Stift arbeiten wollte. Ich merke aber immer mehr, dass das 11 Zoll Gerät im Alltag viel angenehmer ist. Es ist handlicher und leichter und Zubehör ist auch noch viel einfacher zu finden, weil es mehr davon auf dem Markt gibt. Wenn ihr euch also aktuell für ein iPad Pro interessiert, dann empfehle ich euch eher ein 11 Zoll Modell statt das 12,9 Zoll. Einfach darum, weil es viel besser in der Hand liegt. Man muss ja nicht immer bei Apple direkt einkaufen. Also wenn ich jetzt mal eine Suche bei idealo.de durchführe, dann sieht man, dass noch immer Geräte von 2021 im Handel verfügbar sind. Und dann sieht man auch einen deutlich günstigeren Preis und bekommt, naja, fast die gleiche Power. Aber das ist für fast 99% von euch da draußen wahrscheinlich nicht nur jetzt, sondern die nächsten Jahre ausreichend. Mit anderen Worten, kauft lieber das iPad Pro mit M1 Prozessor als das neue überteuerte mit dem M2 Prozessor. Dann spart ihr euch nicht nur viel Geld, sondern habt wirklich den besseren Deal. Das war's von mir. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Von daher bedanke ich mich fürs Zuschauen. Abonniert doch gerne den Kanal, weil dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. See ya.